Bei Sonnenuntergang zeigt Jaime Tamahanken Physiotherapie für Mensch und Tier auf Mallorquinisch. Also er ist mein Liebling, mein Ein und Alles. Und zweite tut es gut. Knochen und also Salzmeer ist für viele Sachen gut. Und was er, also diese Entzündung, dass er drinnen hat, habe, weißt du, also öfter wie ich kann, im Sommer sowieso, dann nehme ich den mit immer. Anton staunt nicht schlecht über die Art und Weise, wie Jaime ein Pferd besteigt. In meinen jungen Jahren, ich erzähle dir da heute Abend vor. Ja. Flickflack rückwärts drauf gesprungen, ne? Jaime und sein Pferd sind seit Jahren eine harmonische Einheit. Das zeigt sich gleich auf spektakuläre Weise. In der Finca gab bei mir zu Hause, da habe ich mir den gespielt, versteckt gespielt, wie ein kleines Hund. Also der war im Wohnzimmer mit mir als kleines Fohlen. Und der erste Mal, die er auf dem saß, da war nichts drauf. Und da habe ich den so eingeritten, ohne Tränse, ohne gar nichts. Mit seinen ganz kurzen Männern. So, Aiki, vamos! Vamos, auf geht's zum kleinen Strand in der Bucht. Und dann ab ins Wasser. Jaime und sein Pferd werden gemeinsam schwimmen gehen. Das ist doch jetzt der Friese mit den Gelenken. Tut es denen eigentlich gut, wenn der mit den dicken Gelenken das Wasser dann? Ist das dann wie ist Entlastung einfach für Nee, kühlen ist immer besser. Eine winzige Bucht, ein Mann und ein Pferd. In dieser Idylle tankt Tamahanken Kraft für seinen stressigen Behandlungsalltag daheim in Ostfriesland. Ich kann eigentlich jedes Pferd schwimmen. Hier. Ein Pferd geht nicht unter. Ein Pferd hat nur ein Problem, wenn es länger schwimmt. Es hat wie ein Schaf ein instabiles Rosettenteil. Er läuft von hinten voll. Der Knochenbrecher kann sich an den imponierenden Szenen gar nicht satt sehen. Mensch und Pferd in perfekter Harmonie. Das war ein ehrliches Bild, nicht? Ja. Kurz bevor es dunkel wird, endet dann die Physiotherapie mallorquinischer Art. Die Gelenke, die hier durch das kühle Wasser und die Bewegung, ja, ne? Sie werden dünner, nicht? Sie trocknen ein bisschen auf, nicht? Wenn er sich so bewegt. Ja, tut das gut, ne? Wasser ist gut. Das Pferd hat seine Last nicht auf den Beinen und treibt. Und er kann es bewegen, bessere Lymphe. Und das ist schon eine tolle Sache. Und man sieht dem Pferd an, er hat Spaß und Freude daran. Er hat Lust. Dann geht es zurück zur Finca. Hier wartet bereits die fertige Paella. Der perfekte Abschluss für diesen wundervollen Tag. Fernando, gracias. De nada. Bon profit. Bon profit. Darf schon schmecken. Darf schon schmecken, ne?